Und damit herzlich willkommen zurück zu Defense Grid 2. Die Schwelle erwartet uns. Scans haben ergeben, dass Walkers und Swarmers in die Minenanlage des Asteroiden eingedrungen sind. Geschütz, Kanonen und Infernotürme stehen bereit. Ja, natürlich, es gibt hier sehr viele Sachen, die man auswählen kann. Aber wir wollen stinknormal Kampagne, so wie es gewollt ist. Kampagne. Ups. Yep, das ist alles noch normal. Wir haben für nichts ein Upgrade oder so. Und man sieht ja schon, was es alles für Türmearten gibt. Wie eine Lupe, die einem Ameisenhügel begegnet. Oh. Ich wollte gerade sagen. Ein Formikant hat mich angesprochen. Ich stehe noch unter Schock, während ich das hier aufnehme. Es macht so viel Sinn wie eine Tagblume, die im zweiten Winter blüht. Beim ersten Kontakt, bei der ersten Berührung hatte ich das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Man hört von solchen Sachen. Man hört von solchen Sachen. Kapitäne, die so tief ins Nichts vordringen und die Stille als Stimme wahrnehmen. Dennoch, als dieses Ding sprach, wurde mir klar, dass ich nicht verrückt bin. Ich antwortete nicht. Im Training habe ich gelernt, ein neues Gebiet zunächst auszukundschaften. Also schwieg ich und beobachtete, was beunruhigend ist. Und ich lache über die Vorstellung, dass es etwas gibt, was beunruhigender ist als ein Sprechen der Formikant. Das wirklich Beunruhigende ist, dass wir die Formikanten dieser Welt klar unterschätzt haben. Das verändert alles. Ich frage mich, ob die Entscheidung zu schweigen korrekt war. Wäre ich ein besserer Speer, wenn ich geantwortet hätte? Ich glaube, ich muss in das Nichts tauchen und dort die Antwort suchen. Brücke an Shuttle. Es sieht nach einer Asteroiden-Minenanlage aus. Nach einer so langen Reise sieht selbst das gut aus. In der Tat. Wir landen jetzt das Kommando-Shuttle Raffaele. Wir verbinden uns mit dem Raster, sobald wir das Signal isoliert haben. Interessant. Es ist ein Level 4 Notruf. Genau der gleiche Notruf geht mir durch den Kopf, wenn meine Schwiegermutter unangemeldet vorbeikommt. Du glaubst wirklich, dass du hier rumwitzeln solltest, wenn jemand in Not ist? Eine kleine Witzelei hier und da hat mich auf unserer langen Reise bei Verstand gehalten. Naja, so ziemlich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kommandant dazu stimmt. Ich stimme dir definitiv zu. Oh nein. Ich sehe den Aufklärer auch. Verdammt. Jahrelang durch den tiefsten Weltraum gereist und die Aliens kommen uns dennoch zuvor. Können wir sie hier bekämpfen? Überprüfe Systeme. Ich kann 3 Turmtypen sofort online bringen. Oh, ich will die Mission neu starten. Moment. Nein. Oh nein. Ich sehe den Aufklärer auch. Verdammt. Jahrelang durch den tiefsten Weltraum gereist und die Aliens kommen uns dennoch zuvor. Diesmal brauche ich das hier oben. Überprüfe Systeme. Ich kann 3 Turmtypen sofort online bringen. Geschütz, Inferno und Kanonentürme? Genau. Commander, bereite dich auf eine Invasion vor. Ich weiß nicht. Willkommen Sie. Viel Glück euch dreien. Inferno-Turm. Kriegt das doch eine höhere Reichweite? Das wäre schon... Ich versuch's einfach. Mein Inferno-Turm hier, das ist... echt gut. Oh, der tritt... Oh, cool. Ah, Reichweite hört sich nicht, aber es ist... Okay, der ist echt scheiße gebaut. Ah. Naja. Dafür haben wir jetzt einen Kanonenturm. Er schießt. Munition nachladen. Zung, zung. Naja, brauchen wir ein paar mehr Kanonentürme. Na. 200 kosten die, okay. 200. Machen wir ein bisschen schneller mit F. So, dann nächste Welle bitte. Dankeschön. Du brauchst aber echt mehr als nur einmal angreifen, um die zu töten. Ui. Hm, vielleicht mal bauen wir doch hier vorne noch 2 Fernotürme hin. Ja, vielleicht. Doch ein bisschen schlauer. Ach, guck mal, oben rechts habe ich jetzt keine Punkte im Vergleich mit irgendjemandem. Warum? Unfair. Aber wenn man die upgradet, boah, die sehen ja cool aus. Ja, man sieht bei dem Vorschaubild schon so ein bisschen, wie die vorher und nachher aussehen. Ist auch ganz cool. Das ist echt cool. Und ja, die Effekte da, die über dem Ausbau sind. Es ist mir fast unangenehm, es zu
zuzugeben, aber es fühlt sich toll an, wieder gegen Aliens zu kämpfen. Das tut es. Aber mir ist es nicht unangenehm. Es gibt nichts Besseres, als einen von ihnen auszuschalten. Hört, hört! Es ist großartig, wieder mit euch allen zu kämpfen. Ihr macht euch gut. Stimmt. Und nach dem ganzen Reisen im Weltraum denke ich, dass es sich besonders gut anfühlt, Aliens zu jagen. Ja, definitiv. Wäre auch nett, mal etwas zu laufen. Versuch mal, 1000 Jahre lang nicht zu laufen. Oder sogar zu atmen. Oder ein Bad zu nehmen. Oder... Oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Bitteschön. Du hast mich gefragt. Wie auch immer. Ja... Ich finde es schön, dass sie wirklich so als KI noch so eine richtig schöne Persönlichkeit haben und auch damit da dem, ja, reagieren auch weiterhin so wie Mensch und so alles. Und das ist echt schön. So, jetzt mal upgraden. Und nächste Welle bitte. Man kann nur höchstens vorspulen, das ist das Problem. Nicht einfach sagen, ey Lo, nächste Welle. Da kommt noch ganz gut. Bin mir nicht sicher, ob wir so gut klarkommen. Weil die kommen doch schon immer sehr weit. Aber spätestens... komm, die klauen jetzt schon mal was. Die laufen jetzt einmal rum und dann jetzt laufen sie zurück. Und da geht wieder zurück. Das war dies. Und es wird auch oben links angezeigt, dass halt eben zwei KI-Kerne weg sind. Jetzt. Vielleicht haben sie die Kolonien noch nicht erreicht. Meine künstliche Intelligenz kann ja wenigstens träumen. Falls sie es noch nicht zu den Kolonien geschafft haben, müssen wir sicherstellen, dass diese Bastarde es auch niemals schaffen werden. Das sieht so cool aus, wie das Ding schießt. Wir müssen uns konzentrieren und gewinnen. Ha, so cool. Ich sollte vielleicht da noch ein Geschütz hin. Ja. Ein paar mehr Geschütze wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber die kommt auch sehr weit. Die ganze Zeit. Na, dann spulen wir einfach jetzt mal weiter vor. Solange wird eine Mission nicht, von daher ist es, ja, ganz angenehm. Ganz, ganz angenehm. Das ist einfach so ein krasser Unterschied. Der Angriff ist einfach maximal. Okay, kostet halt eben auch so viel wie 4 Türme, ne? Also einer kostet ja 200. Dann sagen wir 200, dann plus 400, das ist nochmal 600, dann nochmal plus 800, sind 1400, so viel wie 7 Türme. Da muss man sich überlegen. 7 mal dieser Schaden, ist das dann genauso viel wie der da? Ja. Warte, wie viel Gesamtschaden der macht. Kann ich ja ganz leicht ausrechnen, wenn man mal guckt, wie viel Schaden der macht. Den Schaden der macht und wie viel Schaden der macht. Ob das sich dann halt eben jeweils lohnt. Ja. So, jetzt upgraden wir die mal. Damit so eine Horde-Einheit mal ein bisschen mehr abgefackelt wird. Und die überleben eh nicht lange hier. Von daher ist das kein Thema. Ein Kern wurde zurückgebracht. Aber es ist noch zu früh, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Okay, die kriegt keine Reichweite mehr. Schade. Simon hat sich bei mir beschwert, dass er das Laufen vermisst. Zumindest glaube ich das. Wirklich? Was soll das denn? Soll er mal in die Haut einer KI schlüpfen? Sekunde, das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass er es länger als 10 Minuten aushalten würde. Kannst du dir seine erste Systemdefragmentierung vorstellen? Sehr lustig. Ich kratze mich mal eben am Rücken. Das war unter der Gürtellinie, Simon. Doch zurück zum Geschehen. Ich finde das so schön. Ah, es ist göttlich. Das Spiel hat so viel Charme. Mir jetzt so ein Tower Defense. Die hätten auch einfach hier Tower Defense. Die hätten irgendeine Vorgeschichte machen können. Man hätte die einmal hier durchgespielt und dann fertig. Und nein, die haben mir so richtig, richtig schöne Story mit reingebracht. Das macht richtig Spaß. Richtig zum Lachen. 20 Welten insgesamt. Wir sind bei Welle 12. Okay, ich lasse jetzt mal vorspulen. Dreifache Geschwindigkeit ist in Ordnung. Ja, das wird auch ein bisschen dauern, bis die Mission fertig ist. Ein bisschen. Habe ich schon ein bisschen gesagt? Ich glaube, ich habe ein bisschen noch vergessen zu sagen. Aber wir upgraden ja einfach weiter. Auch wenn der hier dem... Hätte ich wenigstens diesen einen Effekt, dass das eine höhere Reichweite hätte. Das wäre cool.
Aber hat er nicht. Hab ich nicht. Ah, stimmt, man kriegt ja auch... Kriegt man Ressourcen, wenn man Level schafft? Ich glaube, so fürs Töten kriegt man keinen, aber wenn man halt eben die Welle geschafft hat, kriegt man ein Geld. Ich bin jetzt nicht getäuscht habe und nach oben, als ich nach oben geguckt habe. Hm. Oder kriegt man nur bei bestimmten Wellen? Anscheinend. Anscheinend nur bei bestimmten Wellen. Okay. Ich meine, man kriegt aber ganze Zeit pro gewissen Tick Geld. Ist auch ganz angenehm. Dann sind sie alle rot. Ja, dann da noch und dann hätten wir hier noch was. Könnte. Oh, der kann bis da hinten schießen. Und der hier? Ne, der kann nicht dahin schießen. Aber der hat echt eine hohe. Die haben echt eine hohe Reichweite, das ist echt gut. Aber es gibt noch Türme, die haben noch eine höhere Reichweite. Wir werden alle noch kennenlernen. Und ich werde auch alle so ein bisschen gebrauchen. Manche mehr, manche weniger. Und vor allem die... Ah, ich weiß... Ich werde hier nichts... Ihr werdet sehen. Mit der Zeit werdet ihr alles mitbekommen. So ist es ja nicht. Und komm, das können wir auch mal einsetzen. So. Jetzt sind wir schon wieder 18. Soll ich mal einfach jetzt sparen? Jetzt kommen sie... Werden sie ganz gut allesamt erledigt. Die kommen nicht weit. Die kommen nicht mal mehr da hinten hin. Also von daher ist das ganz gut. Warum ich die Mission neu gestartet habe, ich wollte einfach nicht, dass die, als ich den Weg hier abgesperrt habe, dass die hier hinten nur langlaufen. Das war echt doof und wenn ich den Turm verkaufe, das ist, ich kriege kaum was zurück. Gut gemacht, Commander. Ich glaube, das war der letzte. Fletcher, ich habe den Notruf lokalisiert. Endlich! Sollen wir uns auf den Weg machen, Commander? Ich denke schon. Kai, ist alles okay? Mir geht's gut. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber die Aliens bekämpfen würde. Aber... Wenn die Aliens hier sind, dann sind sie vor uns bei den Planeten der Menschen angekommen. Das hier könnten die Letzten sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich optimistisch bin, Simon. Aber eines nach dem anderen. Der erste Tagesordnungspunkt ist, den Notrufsender zu finden. Sollen wir loslegen, Commander? Aber sowas von. Und ich finde schön, dass es so eine Punktestatistik gibt, wann man wie Punkte bekommt. Also wie viele. Aber durch was genau? Und kann auch was Graf ändern. Hm. Willkommen zurück. Ganz schön lange her. Ja. 13 Minuten. Aber okay, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann beim Angebot und Nachfrage. Bis dahin. Cheerio.